Am Freitagabend holte sich Anna Ermakova nach wochenlangen Tanzstrapazen den verdienten Let's Dance-Sieg. Für die Jury rund um Joachim Jambi war das eher keine Überraschung, denn er und seine KollegInnen hatten Anna in den vergangenen Wochen immer wieder hochgelobt. Sie sei Weltklasse, befand er sogar. Doch der Sieg bringt für die Tochter von Boris Becker auch ein Problem mit sich. Nach dem Triumph in der RTL-Show feierte Anna zusammen mit Tanzpartner Valentin Lusin und den anderen KandidatInnen bis in die Morgenstunden. Alle Kandidaten waren da. Alle waren super drauf, verriet Valentin anschließend. Doch nach der durchfeierten Nacht offenbarte sich bei Anna ein Problem. Anna Ermakova hat Pokalproblem. Zusammen mit dem Dancing-Star-Pokal ging es für sie nach der Party ins Hotel. Doch dort kann und soll die Trophäe nicht bleiben. Annas Problem. Der Pokal ist kein Leichtgewicht. Der ist wirklich schwer. Ich weiß noch nicht, wie ich den nach London kriege, gab die 23-Jährige nun im Gespräch mit rtl.de zu bedenken. Ich hoffe, ich kann ihn im Flugzeug mitnehmen, erklärte sie weiter. Ob das möglich ist? Ungewiss. Immerhin wiegt der Pokal stolze 10 Kilogramm, wie Valentin Lusin herausgefunden hat. Er hat massive Bedenken, dass Anna die Trophäe ohne weiteres in ihre Heimat mitnehmen kann. Als Handgepäck kannst du das auf keinen Fall mitnehmen. Das wird nicht so einfach. Und als Gepäck aufgeben ist auch schwierig. Das ist zerbrechlich, gab er sich skeptisch, hatte aber einen, natürlich völlig uneigennützigen, Lösungsvorschlag. Du könntest ihn auch einfach mir überlassen, scherzte er. Valentin Lusin gönnt Anna Ermakova die Trophäe. Das kommt aber natürlich nicht in Frage, wie der Profitänzer selbst weiß. Den Pokal hast du dir wirklich verdient und ich möchte, dass du ihn natürlich mitnimmst und immer wieder dran zurückdenkst, erklärte er in Richtung seiner Promi-Tanzpartnerin. Wie und ob Anna den Pokal mit nach London nehmen kann, wird sie ihre FollowerInnen auf Instagram sicher wissen lassen.